Hier seht ihr unsere Hauptvitrine mit den vielen, vielen Wagen, die über die Jahre schon gebaut worden ist. Hier haben die Studenten auch mal was gemacht. Wen haben wir da stehen? Den Ludwig. Der hat sich das ja ausgedacht. Schon vor, weiß ich, 10, 12 Jahren, als wir es zum ersten Mal gemacht haben. Genau, aber vielleicht sogar vor 15 Jahren. Wir hatten das ja noch in einem Vorgängerpraktikum. Ja, komm mal ein bisschen vor. So. Ja, das sind ja wirklich sehr interessante Konstruktionen. Warum hast du dir diesen Quatsch ausgedacht? Das ist doch alles Quatsch. Das ist Papier, das ist nichts wert. Ja, Papier ist im Grunde ein Material, was zwar leicht ist, aber doch ziemlich gut in seinen Eigenschaften definiert. Aus solchem Material kann man sowohl Gewichte bauen, als auch die entsprechenden Wagen als Balkenwagen, und die haben eine relativ hohe Genauigkeit. Was denkst du denn, was die Studenten dabei lernen? Weil die sollen ja hinterher Logistik machen oder, wenn sie bei den Chemikern sind, Explosion eben. Also was lernen die davon, wenn sie so ein Spielzeug basteln? Ja, wie kriegt man in einem kleinen Projekt, die präziseste Papierwaage aus einfachsten Materialien? Da muss man sich schon einige Dinge überlegen. Da kann man komplizierte Konstruktionen wählen, man kann relativ einfache Konstruktionen wählen. Dieses Jahr machen wir es ja wieder. Nachdem wir Corona überwunden haben, machen wir eben so eine Hybridveranstaltung im Workspace. Würdest du denn vielleicht zu uns kommen, so als Special Guest? Ja, das mache ich sehr gerne, denn ich will mir auch diesmal die entsprechenden Konstruktionen gerne anschauen und mal sehen, wie die funktionieren. Wunderbar, ja, herzlichen Dank. Also Leute, 15.12., alle kommen, ne, wir freuen uns auf euch. Und es gibt auch einen Glühwein und ein paar Kekse. Alles klar, bis dann.